Die Bundesbauministerin zu Besuch zu haben hier bei Bergmannsgrün, das war schon etwas Besonderes für uns. Also ganz klar, hier entstehen viele tolle neue Wohnungen. Ich war gerade oben im aufgeständerten Dachgeschoss. Man merkt es eigentlich kaum, dass das nicht schon immer da war. Und was ich richtig toll finde, sind die großen Balkone. Das ist nochmal ein richtig zusätzliches Zimmer im Sommer. Ja, die Idee, die wir haben mit der IGA, ist ja nicht ausschließlich Blumen zu zeigen, sondern tatsächlich die größere Idee, wie wollen wir morgen leben und arbeiten. Und da gehört die Frage, wie wir wohnen wollen, klimaneutral, aber auch sozialverträglich ja dazu. Unsere Erwartungshaltung als Wohnungswirtschaft wäre, dass wir von der Politik sehr stabile, nachhaltige Rahmenbedingungen mit entsprechenden Förderkulissen bekommen und dass wir uns über Jahre hinweg auch darauf verlassen können. Deswegen geben wir 3,5 Milliarden Euro jährlich vom Bund, um halt sozialen Wohnungsbau zu machen im Bestand und im Neubau. Und wichtig ist, dass preiswertes Bauen jetzt auf der Tagesordnung ist, im Bund, im Land und auch in der Kommune vor Ort. Weil wir hier bei diesem Quartier eigentlich alle unsere Erfahrungen der letzten 10 Jahre nochmal steigern wollten, dass wir alles versuchen, was man mit unseren Ressourcen, mit unseren Kompetenzen erreichen kann, um nachhaltige Quartiere zu entwickeln. Wir versuchen das durch entsprechende Geschwindigkeit in der Baugenehmigung zu begleiten, die Rahmenbedingungen, wir haben über Stellplatzsatzung gesprochen und gemeinsam werben für das als Beispiel, wie man es machen sollte. Ein großer Vorteil, das wurde mir auch nochmal gesagt, dass man eigene Handwerker hat, die zum Unternehmen gehören, dass man eigene Gärtnerinnen und Gärtner hat, die zum Unternehmen gehören und dass man quasi als Familie vor Ort da ist, für die Mieterinnen und Mieter, aber natürlich auch für die vielen Angestellten. Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein absoluter Vorteil von Wohnungsgenossenschaften, die es genauso machen. Es ist ein echtes Vorzeigeprojekt für Dortmund. Viva West. Wohnen, wo das Herz schlägt.